Recht herzlich willkommen zur 117. Folge von Avorion. Ja, wir hatten letztes Mal auserkoren, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir nach Nordwest kommen. Wo sehen wir ein Tor? Da unten zum Beispiel. Das ist das hinter uns. Da oben ist noch ein Tor. Mal schauen. Das ist das Ost-Südost-Tor. Das ist also nicht das Richtige. Das hier ist doch auch jetzt das Falsche, ne, oder? Südwesttor? Nein, wir brauchen einen Nord. Das da ist jetzt Nord-Nordwesttor, da müssen wir hin, alles klar. Ja, fliegen wir da schnell hin, gucken zu, dass wir schnellstmöglich in die Region kommen, wo diese 1900 waren es, glaube, Asteroiden sind zum Abbauen. In einem Bereich, der uns wohlgesonnen ist auch. Friendly. Noch wieder in die Richtung. Nord-Nord-West. Würde ich sagen, ne? Was ist das für eins? Nordwest. Ne, Nord-Nord-West ist schon das Richtige von den beiden. Sind viele Schiffe unterwegs. So, da sind wir auch durch. Und Karte nach Nordost. Da ist einer. West, Nordwest. Das ist unser Tor gerade. Da unten ist noch eins. Nordost. Welchen Bereich sind wir denn hier schon? Wir sind noch in dem falschen Bereich. Okay. Können ja mal gerade hier gucken. Wo anheuern. Ob das hier in diesem Bereich auch gehen würde. Weil das war ja noch eine andere Farbe, oder? Also fliegen wir da wieder durch. Da, wo die uns freundlich gesonnen sind, wollen wir hin. Okay. So, und jetzt sind wir schon da, oder? Ja. Gut, da können wir nochmal gerade gucken. Hier sind viele. Ne, hier ist es gar nicht. Da ist es. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal nach Norden. Aber da könnten wir rein theoretisch hinspringen, ne? Dann machen wir das doch so. Springen wir da einmal rüber. Und dann sind wir da im Zielsektor. So, da sind wir jetzt. Hier ist natürlich Großkampftag angesagt. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Wir wollen erstmal gucken. Hier gibt es eine Station. Crew anheuern. Geht da nicht. Also geht schon, aber... Gucken wir mal gerade noch nach den hier. Holen wir uns sofort den Kapitän auch noch. Lieber ein mehr wie ein zu wenig, ne, oder? So. Schauen wir, dass wir nirgendwo gegenfliegen. Sieht aber ganz gut gerade aus. So. Sind wir ein bisschen zu schnell. Komm, dreh dich und bremse ab. Da ist ein Dockingport. Dann fliegen wir den gerade an.
Okay. Einmal docken und Crew anheuern. Anheuern. Gut. Läuft. Da haben wir noch einen mehr. Super, oder? So. Wenn wir schon gerade hier sind, bleiben wir gerade noch hier. Wie viel Crew gibt es hier? Hier gibt es genug auf jeden Fall Crew, ja. Das bedeutet, wir können jetzt hier eigentlich zusehen, dass wir hier in die taktische Karte einmal gehen. Und schauen, hier gibt es ja genug Stationen auf jeden Fall. Stationen sind ja jetzt gar nicht so das Entscheidende eigentlich, ne? Wir wollen ja aber Ressourcendepot gibt es auf jeden Fall hier auch. Denn im Ressourcendepot können wir ja das Entscheidende alles verkaufen, oder? Wo ist denn das hier jetzt angezeigt? Ach, da. Ne, da war falsch. Da ist richtig. Da ist richtig. Oh, ja, genau. Das wollen wir hier machen. Gut. Das bedeutet jetzt, dass wir hier ein Schiff bauen. Okay, dann raus aus diesem Menü. Kurzes Stück vorgeflogen, denke ich mal. Und da gibt es auf jeden Fall schon einiges an abbaubaren Steinen, also sind wir hier schon richtig. Gut, okay, das bedeutet, jetzt packen wir mal hier erstmal ein Schiff hin. Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt auch noch hier ein Schiff bauen könnten, welches nicht nur einfach abbaut, sondern hier, sag schon, diesen Laser hat, ne? Weil den haben wir natürlich jetzt nicht, ne? Aber man kann ja alles haben, oder wie war das? Jetzt müssen wir einmal, glaube. Wir wollen ein Schiff gründen. Das heißt, wir müssen erstmal in die Drohne aussteigen. Dann können wir hier das Schiff. Wir müssen vielleicht ein Stück vorfliegen, ne? Wo sind die Drohne? Wow, die ist aber super klein. So. Und jetzt können wir hier ein Schiff gründen. So, das ist meiner Ass reit Piratenreifen Sektor an. 2. Gründungsgebühr 500 Eisen, ist alles gut. Beschleunigung ist gering, das wissen wir schon. Mach das mal weg. Und jetzt bauen wir was. So, was wir brauchen, ist ein ordentliches Triebwerk. Was haben wir denn noch? Titan haben wir noch? Na, nee, Tamba. Das heißt, gehen erstmal zu Triebwerk mit Titan und hauen uns da erstmal hinten ein Triebwerk dran. So. Wir kopieren mal den Urkern und machen das in dieser Größe erstmal. Ja. Würde ich jetzt tendenziell sagen, dreimal so groß, oder? Warte mal, das war so. Und die Dimensionen von der Form zeigen? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte wissen, wie groß es ist. Blockgröße anzeigen. So, 2, 2, 2. Da wollte ich dann 6 haben. Nee, das ist nicht das 6, das andere 6. Das ist dann da wahrscheinlich das 6. Oh, 26 war ein bisschen viel. So. Den baue ich jetzt dahin. So, dann habe ich jetzt das Falsche gebaut. Wir wollten nämlich ein Triebwerk haben. So, jetzt haben wir das Richtige gebaut. Vorschub haben wir schon mal. 100 Megawatt hat das auch schon gebraucht. So.
Leute gehen da ja 8 immer am Anfang rein. Wir bauen aber schon mal das Doppelte, denke ich mal gerade. Und die bauen wir mal einfach hier vorne vor. So. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir wieder das Falsche gebaut, oder wie sehe ich das? Steuerung Z. Ich wollte keine Hülle. Quartiere wollte ich. So. Jetzt passt es aber, ne? Ja, genau. So, da sind unsere Quartiere. Wir bauen jetzt lustig hier mit Dingens, oder was? Titan, aber ist ja auch nicht verkehrt, ne? Gyrophalanx. Die brauchen wir in... Ja, brauchen tun wir sie nicht wirklich, aber bei so einem kleineren Schiff. Aber wir sollten sie schon mal hier haben. Also die Richtung. Dann müssen wir rotieren in die Richtung. Und dann müssen wir noch rotieren in... die Richtung, ne? Ja. So, jetzt sollte das Schiff schon mal steuerbar sein. Korrekturdüsen brauchen wir jetzt noch. Achso, wenn wir da drauf gehen. Das sind die gerichteten Korrekturdüsen. Also die gehen nur in eine Richtung dann. Die müssen wir dementsprechend drehen. Das würde uns momentan Schub geben, sehe ich jetzt, oder vertue ich mich da? Aber wir haben hier schon mal reichlich an Dingens, ne? Wir brauchen noch erstmal einen Trägheitsdämpfer. Ich glaube, den gibt es nur im Eisen, ne? Der da. Und den setzen wir dann hier dran. Aber in der Größe sehen wir schon, 435 Megawatt haben wir überhaupt nicht über. Müssten wir kleiner machen. Machen wir mal so groß. So, jetzt ist das Schiff schon mal ganz fein nutzbar, auf Deutsch gesagt. Jetzt brauchen wir Frachtraum. Frachtraum. Wir haben 938 Naunit. Würde ich jetzt da unten runterhängen wollen, ne? Kopieren mal das hier. Und zwar... Steuerung V. Ne, ich wollte den da ja kopiert haben, Leute. So, jetzt haben wir den. Und den machen wir noch in diese Richtung auch auf 6. Ne, das war falsch. Da doch die 2 und hier dann die 6, ne? So wollte ich es haben. Und den wollte ich jetzt hier unten runterhängen einfach. Erstmal. Ich glaube, so ist das schon schön mittig, ne? Und dann brauchen wir eine Wahnsinnsenergie schon, um das Ding zu bewegen. Das heißt, wir müssen gleich noch mehr haben. Aber wir brauchen hier schon 900 Naunit von. Das bedeutet, das können wir schon gleich vergessen, weil wir das gar nicht haben. Frachtraum in Eisen. Können wir dann machen. Interessanterweise zeigt er mir jetzt da auch nicht an, dass es was an Leistung kostet. Zack. Tut's auch nicht. Passt. So, das ist jetzt unser
erster Versuch, ein Schiff zu bekommen. Weißt du was? Wir machen den doppelt so groß. Und der kann sich noch bewegen. Wir brauchen nur Mechaniker. So. Das bedeutet, P. Und wir setzen unseren ersten Mechaniker hier ein. Da. Dann raus. Jetzt könnten wir rein theoretisch ja schon mal aus dem Baumhaus kurz rausgehen. Und es fliegt. Es dreht sich natürlich super. Ja, das ist schon mal ganz cool, denke ich. So, jetzt müssen wir es nur noch ein bisschen schützen, ne? Wir gehen wieder in den Baumodus und nehmen Panzerung in die Hand. Wir können erstmal durchgucken. Hülle, Stein, Quartiere, Korrekturdüsen haben wir noch nicht gemacht. Sollten wir die noch machen? Gute Frage, ne? Oh, die ist jetzt aber groß, ne? Machen wir da mal eine 2 raus. Können die ja hier so dran ersetzen, mal, oder? Die machen wir oben drauf, weißt du das? Gibt's, nee, oder? Hier ist das natürlich besser wegen, ne? Aber die kosten uns ja auch wieder Energie, die wir gar nicht haben. In der Größe auf jeden Fall nicht. Ja, was machen wir damit? Wir verkleinern das. Gehen hier auf 4. Setzen die da vorne dran, oder? Ja, das würde funktionieren. Haben wir noch genug Energie? Ingenieure bauen wir jetzt ein. Bauen wir gleich ein. So. Höchstgeschwindigkeit. Lass uns mal gerade einen Test machen. Ja, so geht das alles, ne? Macht doch einen guten Eindruck erstmal. Gut, dann wieder in den Baumodus. Und Frachtraum, Quartier haben wir alles. Gyrophalanx hatten wir. Titan-Dock brauchen wir jetzt nicht. Geschützturm-Fixierer. Nee. Ein Flugschreiber. Sollte man vielleicht einbauen? Machen wir da mal eine 2 raus. Und den setzen wir mal dahin. Gucken wir weiter. Torpedo brauchen wir nicht. Titan-Geschützturm-Basis, okay. Kante. Energiecontainer-Titan. Vielleicht sollten wir den nochmal dazu nehmen. Damit der noch ein bisschen speichern kann. Dann machen wir mal Spiegelachsen. Und setzen das 4-mal dahin, oder? Und die Achse ist jetzt nicht da, wo ich sie haben möchte. Dann lass uns die Achse, nee, die Achse wegnehmen, die Achse hin, nee, die war es, doch, die ist es. Dann machen wir das so. Und so. Und Generator setzen wir da noch hin. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Energie wieder. Ja. Gut. Integrationsfeld.
Nehmen wir die Spiegelachse weg und den setzen wir mal hier unten hin. Dann ist das ein bisschen geschützt, das ganze Ding, bis auf vorne. Okay, dann heißt das... wo machen wir da noch was hin, ne? Wir ziehen den flacher. Na, das war jetzt doof. Wenn ich den jetzt dahin mache, ist das vorne auch geschützt. Gut. Wunderbar. Gefällt mir soweit. Was haben wir noch? Dicht, fensterlose Hülle, Kante, Ecke, Titanecke, schräge Ecke, Titanpanzerung. So, jetzt müssen wir ein bisschen Schutz aufbauen hier. Ja, so ist es. Gehen wir nochmal erstmal hier rein. Und also wir haben noch gar nichts, was wir da reinsetzen können an Waffen. Haben wir überhaupt Waffen? Nächste Frage, ne? Ja, haben wir. Flakgeschützturm. Doppelflakgeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm. Reparatur, Abwrack. Tesla-Geschützturm, Titan-Abwrack. Doppelmaschinen, Tesla-Geschützturm, Volta-Geschützturm, Abwracken. Können wir auch irgendwo bergbaumäßig was machen? Ich glaube, wir haben keinen einzigen Bergbauer hier. Das ist aber echt schade jetzt, ne? Okay, dann müssen wir dann noch irgendwo hinfliegen, wo wir den kriegen, fällt mir gerade mal dann so ein. Tja. Ich glaube, wir machen mal hier erst einen Cut, werden das Schiff in der nächsten Folge ein bisschen weiter ausbauen noch, so schützend mäßig, ne? Und gucken mal, dass wir das hinkriegen. Und ja, dann kümmern wir uns nächstes Mal um die Panzerung und um einen Bergbaulaser oder einen nicht, sondern zwei, drei, vier. Vier würde ich sagen, wäre schon sinnig, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir das in der nächsten Folge alles so weit gepackt kriegen, dass das auch klappt. Gut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, dann macht das doch und falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.